Ich heiße Fehlchen. Willkommen, Stormtrooper. Dies ist mein Let's Play. Bei dir alles okay? Hier wird man uns helfen. Bald ist das alles eine böse Erinnerung. Hier muss es sein. Okay, das ist das, wo der Müllmann uns empfohlen hat, Leute. Willkommen zurück zur zweiten Folge heute schon. Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt mit den beiden gelandet sind. Ich habe so das Gefühl, die haben nicht ganz so viel Glück. Vor allem bin ich mir nicht sicher, ob die überhaupt nach Jericho könnten. Weil Alice dabei ist. Und Alice ist Mensch. Keine Maschine. Sind Sie Slatko? Wer fragt das? Es heißt, Sie könnten uns helfen. Ich weiß nicht, wer sowas sagt. Ihr seid am falschen Ort. Tut mir leid. Nicht. Wir brauchen wirklich Hilfe. Jetzt sagte ich, Sie haben schon wieder Pech. Kommt rein. Oh nein, oh bitte nicht. Mittlerweile denke ich, dass die immer Pech haben. Der Vater hat sie geschlagen. Nicht so schön. Er hat eine Vorliebe für kleine Mädchen. Oh nee, das darf auf keinen Fall passieren. Luther, wärst du so lieb und nimmst den Damen bitte mal ihre Mäntel ab? Oh, nur keine Angst vor unserem großen Freund hier. Luther ist ebenfalls ein Android, dem ich half. Er leistet mir Gesellschaft in diesem großen leeren Haus. Bitte, macht es euch gemütlich. Oder will er uns helfen, indem er alles wieder zurückprogrammiert? Wie habt ihr von mir gehört? Ein Android. Unterwegs. Er sagte, sie helfen. Verstehe. Die Frage ist, wie sieht seine Hilfe aus? Abweichler, hm? Was ist mit ihr? Sie ist ein Mensch. Und ihr sucht einen sicheren Ort, um ein neues Leben anzufangen. Ich höre, Kanada soll zu dieser Jahreszeit sehr schön sein. Herrliche Landschaft, sehr viel Platz, frische Luft und keine Androidengesetze. Toll für einen Neuanfang. Ja, das ist genau das, was wir vorhaben. Natürlich. Ich dachte, in Kanada wären Androiden verboten. Ich helfe euch. Doch zuerst musst du den Sender loswerden. Sender? Ja. Alle Androiden sind mit einem Peilsender ausgestattet, mit dem man sie orten kann. Ich werde ihn entfernen und dann seid ihr beide sicher. Ich bin mir nicht sicher. Kommt schon. Folgt mir. Ach, die Kleine kann im Wohnzimmer auf uns warten. Nein, sie bleibt immer bei mir. Irgendwas ist seltsam. Sehr, sehr seltsam. Natürlich.
Ein Androide, dem sie geholfen haben. Alles, was wir brauchen, ist im Keller. Nein. Er hilft uns nicht. Ich mag das Haus nicht. Ja. Und den Mann. Gehen wir, ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich weiß. Ich traue ihm auch nicht. Wir müssen aufpassen. Bitte entschuldigt das Chaos. Ich brauchte ein diskretes Versteck für meine Maschinen. Sender zu entfernen ist illegal. Da ist Diskretion wichtiger als Komfort. Ich hoffe, die Kleine hat keine Angst. Nein. Nein, sie kommt klar. Das ist gut. Irgendwas hat die Kleine gefunden. Komm, Alice. Hier lang, bitte. Das ist sehr seltsam. Ich kann gar nicht anders, also wir müssen. Stell dich bitte da drüben hin. Erstmal umgucken. Ich will nicht. Ich glaube, das ist eine sehr blöde Idee. Ich muss dich warnen. Das wird etwas unangenehm. Oh mein Gott. Weißt du, was seltsam ist? Aus irgendeinem Grund funktionieren die Sender in Abweichlern nicht. Nee. Seid ihr so schwer zu finden? Nee. Also gibt es eigentlich gar keinen Grund, den Sender zu entfernen. Was? Sie sagten doch... Ja. Man glaubt, was man glauben will. Mann. Ihr Abweichler seid so naiv. Mann. Sie alle kommen her, glauben, dass ich ihnen helfe. Nein. Und ich... Ich hab's gewusst. Setze sie zurück und verkauf sie. Oder ich behalte sie für Experimente. Nein! Nein, ich will kein Reset! Lassen Sie mich gehen! Ah, ich vergaß ja das Kind. Sperr es ein. Ich regle das später. Alice! Alice, nein! Wow. Ein Abweichler, der Mutter sein möchte. Nein. Das ist so süß. Nein, ich hab's gewusst. So verblendet. Wir sollten diesem Elend ein Ende machen. Nein. Das kommt davon, wenn man Träume hat. Das Ende ist immer das gleiche. Ich will nicht. Es muss doch eine Möglichkeit geben. Glaub mir, es ist besser, gelöscht zu werden und nicht zu fühlen. Keinen Schmerz mehr. Es muss eine Möglichkeit geben. Keine falsche Hoffnung. Es muss. Ich beneide dich fast. Oh, arme kleine Alice. Oh, deine Mami scheint dich gar nicht zu erkennen, ha? Deine Mami hat dich wohl komplett vergessen. Kara, was ist mit dir passiert? Okay, das reicht jetzt. Komm schon. Du beißt mich? Dir bringe ich Manieren bei, du kleines Miststück. Kara, wach auf, Kara! Nein. Wir treffen uns im Wohnzimmer. Oh mein Gott.
Na wie? Hat nichts gebracht. Komm schon. Nett, aber dann muss hier drüben noch ein Kabel sein. Das gelbe Kabel dann. Ah, und jetzt kommt das grüne Kabel. Scheiße. Los. Los. Wir müssen Alice helfen. Leute. Da muss alles drin sein. Hilf uns. Androiden. Wo ist Alice? Nein, das darf nicht passieren. Was darf nicht passieren? Er spielt gern mit uns. Er schafft Monster. Nur zum Vergnügen. Oh mein Gott. Doch wer ist hier das Monster? Schau, was er getan hat. Was? Hier ist auch wieder ohne Hände. Ich habe jetzt alles durchgeguckt, da war alles nicht. Wir haben also jetzt 10 Minuten Zeit, Alice zu retten. Ich finde sie nett.
gibt's doch nicht. Es ist draußen, aber Alice ist noch drin. Scheiße. Wie komme ich da rein? Ist sie oben? Ist sie gar nicht unten? Bitte. Wo ist Alice? Hier steht auch wieder R9. Komm schon. Verdammt nochmal, das Alice. Was machst du hier? Hat dir der Meister erlaubt, herzukommen? Du musst dem Meister immer gehorchen. Oh ja, du musst gehorchen. Du darfst hier nicht sein. Du hast hier nichts verloren. Nein, du hast hier nichts verloren. Nein. Ich muss an Sadko vorbei. Man muss hier Alice sein, komm schon. Ich will das gern lesen. Ich habe aber Angst, es zählt von meiner Zeit runter. Deswegen blätter ich jetzt aber nur durch. So kann man es nicht immer noch durchlesen. Die Androiden ihr Gehirn modifizieren, okay. Komm schon. Ich finde Alice nicht. Das ist der letzte Raum. Wir haben zu viel Zeit verplempert. Alice? Kara? Kara, du erinnerst dich? Wie könnte ich dich vergessen? Wir müssen jetzt schnell hier raus. Es tut mir so leid. Du hattest recht, wir hätten nie herkommen sollen. Wir müssen weg. Du musst mir folgen und ganz leise sein, okay? Slatko! Was? Die Kleine ist weg!
Sie kann ja nicht verschwunden sein. Sie muss hier irgendwo sein. Worauf wartest du noch? Such sie! Sie durchsuchen das Haus. Wir müssen hier raus, bevor sie uns finden. Ich weiß ja, wie wir das schaffen sollen. Puh. Du gehorchst dem Meister nicht. Du gehorchst dem Meister nicht. Ich kann das nicht zulassen. Ich muss ihn warnen. Ja, das ist sicher. Meister, ja, ich muss ihn warnen. Sie sind hier. Wir dürfen nicht anhalten. Komm schon! Ich weiß, dass du da bist, Miststück. Oh mein Gott. Guck raus. Hol die Taschenlampe. Sie liegt auf dem Tisch. Komm schon, komm raus. Hey, ich werde dir nichts tun. Ich möchte nur mit dir reden. Ich hätte deinen Speicher nicht löschen dürfen, okay? Das tut mir jetzt leid. Jetzt nur, komm da raus und alles kommt in Ordnung. Ich helfe euch. Denk an das kleine Mädchen. Sie hat bestimmt Angst. Okay. Sei doch vernünftig. Komm raus und alles kommt wieder in Ordnung. Nein. Scheiße. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wer schießt hier auf uns? Warum? Nein, da war doch zu. Los, mach schon. Mach schon. Wieso? Warum? Jedes Mal? Oh, Alice! Lauf, Alice! Nein, ich bleib bei dir! Lauf so schnell du kannst! Du warst gewarnt! Mann! Träume enden immer in Tränen. Du hättest auf mich hören sollen. Nein! Was? Was machst du denn?
Geh mir aus dem Weg. Nein. Ich dachte, er hat ihn umprogrammiert. Nicht diesmal. Geh mir aus dem Weg oder ich schieße durch dich durch. Wie kannst du es wagen? Nein. Und weil wir den aufgemacht haben. Was wollt ihr hier? Wer hat euch rausgelassen? Lasst mich in Ruhe! Lasst mich in Ruhe! Gehorcht mir! Ich bin euer Meister! Irgendwann nimmt die Axt. Ich bin euer Meister! Ich dachte echt, irgendwann nimmt die Axt. Er hat uns geholfen. Hätte ich nicht gedacht. Ich wollte dir nichts tun. Er hat mich auf Gehorsam programmiert. Als ich sah, wie die Kleine ihr Leben für dich riskiert, war es, als öffnete ich meine Augen zum ersten Mal. Endlich konnte ich sehen. Ich weiß, du vertraust mir nach all dem sicher nicht mehr. Aber ich kenne jemanden, der euch über die Grenze bringt. Ich könnte euch hinbringen. Ich glaube, ich vertraue ihm doch. Ich könnte euch beschützen. Dich und die Kleine. Okay. Ich vertraue dir. Weil es bei jedem Aufwiegler so ist. Anfangs ist es einfach nicht da. Und dann kommt die Erinnerung. Das Gefühl. Ich hatte solche Angst, dich zu verlieren. Und hey, ich habe zum ersten Mal nicht verkackt. Naja, nicht ganz. Oh mein Gott. Wow, das ist ja mal wieder... Okay, was... Da gibt's ja so viele Möglichkeiten. Wo hat's denn angefangen, sich zu teilen? Hier. Wir haben die Monster befreit und haben uns durchs Haus geschlichen. Wir sind vor dem Reset entkommen und nicht nach dem Reset. Okay, wir hätten also auch den Reset abwarten können, wären dann hier unten gewesen und hätten trotzdem fast, hätten wahrscheinlich das Haus putzen müssen oder sowas und hätten doch irgendwann im Haus wieder nach Alice gesucht, weil wir doch wieder zum Auflieger wären. Haben Alice gefunden. Gehen durchs Badezimmer. Ah, da unten ist die Spanne entdeckt werden. Durch den Lagerraum schleichen, dann wären wir weitergekommen in einen anderen Raum und wir hätten auch komplett unentdeckt bleiben können. Und hier unten hätte er uns wahrscheinlich noch töten können oder Kleine töten können. Nein, 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 nein. Ah, und hier bei Slatko holt auf, das ist der Punkt, wo sich jetzt entscheidet, dass wir die Monster freigelassen haben. Und deswegen helfen die uns. Und deswegen stößt jetzt Luther zu uns und wir leben als Familie. Yay! Oh mein Gott. Ah, ich hab's gewusst. Ich hab's am Anfang getriggert. Die zwei haben Pech. Und zwar jedes Mal. Ich meine, Ralph war nicht unbedingt besser. Hat geholfen, aber naja. Und jetzt gehen sie in ein Haus und oh, die arme Alice. Naja, wir sehen uns später bei der nächsten Folge.